Leute, die übliche Begrüßung lassen wir aus, weil ich die mal verkacke. So, dann, wir spielen jetzt in Undertale weiter. Der Typ hat schon für uns gesagt, ach du Schande. Was ist das? Ist das ein ausgewachsener Tammy? Nee, sorry, mit dem reden wir zuletzt. Elch and Schleim, bin ich outraged. Keine Ahnung, was outraged bedeutet, sorry. Ja, ich komme heute nicht nach Hause. Ich denke, da ist... Was? Ich denke, da ist eine kalte Pizza in meinem Geschatzschrank, die du aufwärmen kannst. Oh Gott, die Stimme ist schrecklich. Dieser Aufzug geht direkt nach oben zur Hauptstadt. Aber er funktioniert nicht mehr. Das Hotel tut das Beste, um alle zu versorgen, die hier feststecken. Okay, der Tammy hat eine sehr interessante Stimme und er redet auch normal. Super, Leute. Oh Gott, hier. Knock, knock, knock. Oh, Zimmerservice! Habe ich meinen Seetee bekommen? Niemals. Dann? Es ist von innen verschlossen. Naja, solange keine komischen Geräusche rauskommen. Dort, ja. Ach du Schande, das arme Vieh. Oh, boah. Nein. So, nochmal da hier. Du hast ein Herumschaffeln. Es hat sich an, als könntest du etwas im Tier liegen. Jo. Wir haben jetzt die Hotcat reingetan. Wir hören ein Grummeln. Wir haben die Hotcat aber immer noch. Okay, gut. Passt auf, wenn ich den Durchblick hab, weiß ich genau. Ach, wartet. Wir müssen keine Box mehr suchen. Ich vergesse das hier die ganze Zeit. So, ich weiß genau, was man hier machen kann. Ach ja, übrigens, ich habe ein interessantes Fangame gefunden hierzu. Das nennt sich Undertale. Das ist dann praktisch ein Fanmade Sequel zu Undertale. Und ich weiß nicht, wie lange es ist, ich weiß nicht, was auf uns zukommt, aber ich werde es auf jeden Fall mal aufnehmen, sobald wir hiermit durch sind in Genocide und allem. So, dann nutzen wir das Ding mal. So, dann, oh, wir haben Doxal Adresse rausbekommen. Ach, wir sollten hier vielleicht mal eins noch hier in die Zelle stecken. Dimensional Box, ey. Pfeil. Oh, geil. So, das erwähnt mich hier so mit dem Handysystem. So, wie sich das Ganze neu anordnet. Ist ja abartig. So. Knock, knock, knock. So. Ja, puten wir mal in Dockrestedio. Es geht nur die Tür durch. Als wird es von einem Magnet angezogen. Zwei Dockrestedios kommen wieder raus. Okay, wir können damit Sachen duplizieren. Wir hätten jetzt aber eigentlich was anderes bekommen sollen. Was ganz anderes. Okay. Ach, wartet. Wenn wir damit jetzt hier theoretisch hier die heißen Katzen duplizieren können, dann wollen wir es doch mal ausnutzen. Ich verstehe. Okay. Okay, ich verstehe die Tür doch nicht. Sorry. Ach genau, wir müssen da hinten noch mit diesem schleimigen Typen reden. Boah, der tut mir so leid. Er sieht beschäftigt aus. Verstehe ich. Okay, der Eimer ist auch beschäftigt. Schon witzig. Yeah. Der arme Schleim. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Der tut mir gerade voll leid. Aber hier können wir was machen, oder? Der Elevator wird benutzt. Jetzt hier aber. Ich will heute. Falsches. Na. So, hier. Dimensional Box A. Doc Residue. So, hier. Utzen. Okay, perfekt. Und jetzt? Sollten wir hier... Du hast die Doc Residue bekommen. Okay. Okay, ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Na gut, das ganze Inventar ist jetzt mit Doc Residue voll gejist. So, hier. Du tust die Doc Residue auf den Boden und gibst und streichelst das etwas. Schande. Die Doc Residue wurde weggeworfen. Und die Doc Residue wurde weggeworfen und kommt. Bitte, wir bekommen jetzt doch bitte noch diesen einen Text in.
Du hast die Deckrasse Du verschollen. Okay, schade, doch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Dann, wie nehmen wir seine Stimme? Der ist etwas geistig vernichtet. Er ist gebrochen, der Mann. Willkommen im MTT-Markenbürger-Imperium. Zu Hause des Glamburgers. Bitte. Lass dein Tag schöner werden. Ich kann nicht helfen. O gnädiger Käufer. Ich hätte gerne ein Starfade. Oh Gott, das Gesicht. Danke. Hab einen wundervollen Tag. Oh. Es bricht mir jedes Mal den Herz, mit ihm zu reden. Dann versuchen wir mal, was zu verkaufen. Wieso versucht diese Person, mir etwas zu kaufen? Dies ist ein Hamburger-Restaurant. Ich versuche doch nur zu überleben. Oh Gott, der arme Mann. Was? Wieso versuchst du mit mir zu reden? Ich komme in Schwierigkeiten, wenn ich mich mit den Einkäufern anfreunde. Es tut mir leid. Das Gesicht gerade. Ich wollte mein Schauspieler werden. Danke, das war genau das, was ich wissen wollte. Frag mich, was du willst, deiner Kollege. Gleich nachdem ich hier was getrunken habe. Also. Als ein schmieriger, alter Bürgerverkäufer, der anscheinend unter Depressionen leidet. Ich glaube, das Erste, was wir ihn fragen müssen, sind Tipps für unser Leben. Ach du Scheiße. Der erste Tipp, den er geben sollte, wäre eigentlich nicht zu rauchen. Ich werde langsam alt. Also lass mir dir ein paar Tipps geben, kleiner Freund. Du hast immer noch Zeit. Leb dich wie ich. Ich bin 19 Jahre alt. Ach du Scheiße. Und hab bereits mein ganzes Leben verschwendet. Hör zu, ich mag dich, kleiner Kumpel. Also werde ich dir eine Menge Ärger ersparen. Interagiere niemals mit attraktiven Leuten. Außer du bist einer von denen. Ach, dann habe ich ja keine Probleme. Werden sie dich einfach nur ausnutzen. Genauso wie dieses eine Mal, als diese beiden wunderschönen Schnecken mich gefragt haben, ihnen ein paar Glamburgers zu erstehlen. Und ich, naiver Teenager, der ich war, hab zu denen ja gesagt. Schlechte Idee. Okay, die Glamburger-Story bitte. Also bin ich rausgegangen in die Gasse, um diese beiden Ladies zu sehen. Ich glaube, niemand von uns muss erwähnen, wer diese beiden Ladies sind. Und ich glaube, niemand von uns beiden muss erwähnen, dass sie überhaupt nicht attraktiv sind. Und, weißt du, was als nächstes passierte? Dann mein Boss, hat mich gesehen und fragte, was ich tat. Ich war so angespannt, die Hamburger in meinen Taschen sind alle auf den Boden geflogen. Ich wollte mein Gesicht nicht verlieren, also habe ich versucht, sie wieder aufzuheben. Aber als ich mich nach vorne beugte, hat das verbleibende Gewicht der Hamburger meine Hosen runterfallen lassen. Dann haben die Mädchen mich ausgelacht. Jeder nennt mich seitdem Bürgerhose. Okay, zum Wettertonnen. Als ich zuerst ins Hotland kam, war es mein Traum, mit Metaton zu arbeiten. Nun, sei vorsichtig, was du dir wünschst, kleiner Kumpel. Ich glaube, der wollte auf einer ganz anderen Art mit Metaton arbeiten, als wie ein Hamburger in seinem Hotel zu verkaufen. Boah, der tut mir so leid. So, warum ist Metaton denn so böse? Gott. Hast du dich jemals umgeguckt? Dieser Platz ist ein Labyrinth aus schlechten Entscheidungen. Und jedes Mal, wenn ich versuche, etwas zum Besseren zu wenden, sagt er einfach nur, das ist nicht, wie sie es auf der Oberfläche tun. Oh, richtig. Menschen essen immer Hamburger aus Fleisch und Kleber. Okay, noch eine neue Geschichte darüber, warum die Leute ihn so attraktiv finden. Er ist einfach nur ein seltsames Rechteck. Weißt du, eines Tages habe ich eines von diesen
Kits gekauft im Internet, um dich selbst rechteckiger zu machen. Ah, du Scheiße. es hat nicht funktioniert. Okay, danke. Das ist ein schöner Tipp für mein Leben, dass ich mich nicht selbst rechteckig machen kann. Okay, und jetzt bitte über deine Zukunft. Zukunft? Welche Zukunft? Nichts hier unten wird sich jemals ändern. Ich werde in diesem Job wahrscheinlich für immer feststecken. Aber warte, es gibt eine Sache, die mich an dem Ball hält. Wenn Escort nur eine einzige Seele mehr bekommt, werden wir endlich an die Oberfläche kommen. Eine brandneue Welt. Eine zweite Chance für mich da draußen. Für jeden. Also bleib stark, kleiner Kumpel. Ich werde es groß rausmachen und ich werde dich im Kopf behalten. Ich glaube, wir gehen lieber. Jederzeit, kleiner Kumpel. Oh Gott, hier der Arme tut mir voll leid. Ach, da oben ist noch ein Rezeptionist. Wie sollen wir ihm seine Stimme geben? Ja, wir wissen's. Der Aufzug zur Stadt ist nicht am Funktionieren. Seit diesem Vorfall werden Räume wirklich sehr speziell. 200 Gold ein Raum. Interessiert? Nein. Lass es uns wissen, wenn du dir deine Meinung änderst. Hab einen spektakulären Tag. Der hatte wieder eine sehr interessante Stimme, also hat mir Angst gemacht. So, dann auch speichern wir nochmal und dann geht's jetzt weiter. Und hat das jemand erkannt? Genau. Nee? Okay, schade doch nicht. Oh, da hinten sind zwei Dinger. Ring! Hä? Wer sind das? Niemand anderes sollte eigentlich hier sein. Oh, gut. Wir können uns darüber gerade keine Sorgen machen. Irgendwie klingt der Burger Pants etwas wie die Elfes. Hat die Elfes etwa ein kleines Geheimnis? Ring! Bereit? Das ist es. Nimm den Aufzug zur Spitze des Chors. Okay. Der Aufzug funktioniert. Ring. Was? Der Aufzug sollte funktionieren. Nun, dann geh da rechts und geh einfach geradeaus. Okay, okay, chill mal. Schande. Ring. Alles klar. Nun geh einfach nur nach vorne. Der Abgrund ist nicht auf meiner Karte. Vergiss es. Versuche einfach links zu bleiben. Oh, ich bin mir voll leid. Was passiert, wenn wir versuchen, ihre Eltern nach vorne zu gehen? Schade, ist nichts. Boah, die Elf ist irgendwie voll gestresst. So. Ring. Okay. Du solltest es nun hier durchschaffen. Zwei seltsame Bohnen. Ich muss doch gerade was trinken können. Das ist wieder so schön. Um diese Jahreszeit kommt endlich auch mal wieder das Grillwetter. Ah, heute Abend gibt's zu. Gibt einen Grund für mich zu leben. Was? Au! Okay. Das war doch nur einer. Magic kommt aus seinem Hut raus. Also, Magic ist ein Wortspiel aus Mad, also verrückt, und Jig ist eine Mischung aus Jerk and Dick. Also das ist praktisch eine doppelte Beleidigung. Und mit Mad dazu ist es noch eine vierfache. Ich weiß nicht, muss man Mad zu Magic jetzt hinzu multiplizieren? Oder. Egal. Ja komm, dann. Magic, erstmal checken. Magic. Achterattacke minus eine Verteidigung. Dieser magische Söldner sagt nur magische Wörter. Hokus Pokus! Ah, das war Magie. Der könnte glatt Harry Potter sein. Aua! So. Magic flüstert arkanische Beschwörungswörter. Okay, dann, wir müssen ihn angucken. Wir müssen den. Ja, wir müssen den Chaser Orb gucken. Du entdeckst den Chaser Orb. Er wurde geschwächt durch deinen Blick. Abracadabra! Wow, der Partner! Ach du Schande. Was zur Hölle. Das ist mal eine interessante Battle-Tale. So. Aber wir müssen jetzt noch den Corner Orb angucken. Der entdeckte Corner Orb wurde geschwächt durch deinen Anblick. Tinkel, tinkel, hoi! Ach du Schande. Au, ah. Dang it, oh.
Okay, aber er ist besiegt. Du hast gewonnen und 60 Gold bekommen. Das war knapp. Wieso sind da so viele Monster? Ich meine, das ist kein Problem. Richtig? Wir müssen einfach nur nach vorne gehen. So. Also, Elfes Stimme ist neben der von Matata und macht die, die mir am meisten Kopfschmerzen beim Reden bereitet. Ring. Das sieht aus, als könnte es nicht weitergehen, ohne den Schalter zu drücken. Aber diese Laser werden sich aktivieren, wenn du das tust. Sieht aus, als kommen sie in dieser Reihenfolge. Orange, orange, blau. Verstanden? Beweg dich bis zum dritten. Okay. So, sie hat die falsche Order gegeben, aber ich hab's gewusst, Leute. Ha. So, tja, so viel dazu. Ring. Oh mein Gott, geht es dir gut? Es tut mir so leid, ich hab die falsche Reihenfolge gegeben. Keine Sorge, ich hab's schon gewusst. Alles wird gut, okay? Lass uns einfach nur weiter nach rechts gehen. Okay. Ring. Ein Kreuzung. Versuch nach rechts zu gehen. Okay. Ring. Warte. Nein. Ich denke, du solltest nach oben gehen. Nee, sorry. Wir gehen jetzt nach rechts. Ist deine Schuld, dass ich jetzt sterbe. So. Ring. Ich denke, das war der richtige Weg. Haha. The right way. Haha. Der richtige Weg. Der rechte Weg. Haha. Na gut. Mehr Laser. Okay. Ich werde diesmal nicht herummessen. Ich werde sie einfach deaktivieren. Und die Laser werden dich durchlassen. Sie gehen nicht aus. Ich kann sie nicht ausmachen. Es ist okay. Ich habe dies unter Kontrolle. Ich werde einfach die Energie für den kompletten Weg ausschalten. Dann kannst du durchgehen. Okay, geh! Okay. Ach du Schande, Ring. Warte, stopp! Die Energie, sie tut sich selbst wieder anmachen. Verdammt, diese nicht. Ich werde sie wieder ausschalten. Und wenn es ausgeht, beweg dich ein wenig und dann stoppe. Okay, du wirst nicht verletzt. Okay. Ring. Ich habe mich doch bewegt. Ring. Oh mein Gott. Jetzt sehr gut, ich konnte die Energie nicht lang genug aushalten. Nun, nein, wir schaffen das. Es ist nur ein wenig weiter. Ding. 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 Ring. Ding. Uhuhui, wir haben es geschafft. Ring. Das siehst du, ich habe alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Alter, wär doch nicht direkt so aggressiv, du machst mir Angst. Ich trinke gerade meinen Schluck. Ah, sehr sailor. Ring. Okay, du solltest. Ich weiß es nicht. Sie sieht nicht aus wie auf meiner Karte. Es tut mir leid, ich muss gehen. Boah, sie tut mir voll leid. Oh, hier ist überall Ozon. Das gefällt mir. Dann gehen wir mal links. Ach du hier. Hä? Also, es sind ja alles Blöcke, die wir in Snowden gesehen haben. Warum sind die hier? Wieso tun die mir das an? Wieso tut mir jeder sowas an? So. So. Oh, ich sollte vielleicht noch. So. So. Ja, wir haben hier sogar zwei Schüsse, habe ich gar nicht bemerkt. So, dann geschafft. Congratulations. Oh yeah, ich wurde congratulated. Das macht mich geil. So, dann weiter hier. Oh, was stehen hier eigentlich so auf den Schildern? Warte. Ah, wir müssen in den Norden gehen und das Ende wird sich öffnen. Oh, yeah. Oh, yes.
Oh Gott, Rimslot und Final Frog Kids. Okay, die haben wir schon im Hard Mode gesehen. Nein! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Das passiert, wenn man... Oh Gott! Ich bin so ein schlechter Mensch. So. So, beten. Du kniest und betest für Sicherheit. Wimselot erinnert sich an sein Selbstbewusstsein. Gib nicht auf. Rabbit, Rabbit. So. Okay, ich würde mal sagen, Ballerteil ist gewonnen. So. Gegen dir. Rack, rack. Ah. Ich wollte gerade sagen, in der Ballerteilie sollte ich nicht sterben. So, er springt herum, dann mystifizieren wir ihn. Du tust etwas Mysteriöses. Final Frogget hat gelernt, dass er noch mehr über diese Welt lernen muss. Ach Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so verdammt schlecht hier in der Ballerteilie. I'm sorry, Leute. So. Aber wir haben Gold bekommen. Oh yeah. Bäh, Bohnen. Also, dann, Söldner erscheinen aus den Schatten. So, das hier ist der Night Knight. Das sieht am Wortspiel, das sollte eigentlich so viel bedeuten wie Nachtritter, also Night Knight. Egal, jetzt gleich seht ihr es ja auch, wir singen was. Singt sein altes Wiegenlied. Night Knight beginnt schläfrig auszusehen. Bis dann! Dinkel, dinkel, hoi! So, der hat auch hier passende Morgenstern. Night Knight atmet tief. Dann hier, wir singen noch mal. Du beginnst weiter zu singen. Night Knight schließt deine Augen ein bisschen. Schließ deine Augen. Dinkle dinkle hoi. Ja. Aber hier, die Gegner hier sind schon episch, finde ich. Also das ist krass. Dann singen wir noch mal. Du machst weiter mit dem Singen. Night Knight schläft ein. Dinkle dinkle hoi. Der hat irgendwie keinen anderen Dialog. Night Knight könnten wir ja kommen. Dann. Hokus Pokus! Das war krass. So, dann hier Chaser Orb. Und Hokus Pokus! So, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles gesehen. Ich werde deshalb nachher ja auch die Kämpfe rausschneiden. So, dann stellen wir nochmal auf den Corner Orb. So. Hokus Pokus! Ach Gott, nee, bitte. Ich bin so schlecht in der Balletel hier. Aber so, wir spannen jetzt einfach und dann phrasen wir mal was. Ach du Schande. Dann nutzen wir mal die Hotcat. So, dann was kommt jetzt? Wenn jetzt nicht der Gegner kommt von... Okay, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Dann hier... Esting Gassen. Müssen wir onpicken. Ach nee, warte, den haben wir sowieso schon alle gesehen. Genau, wir haben hier schon, alle gesehen, okay. Ja, dann. Wartet. Revet. Mut. Pick mich nicht on. Oh Gott. Schande. Ich dachte, die wären beeindruckt. Wieso tun die mir weh? Wir haben damit aber Surf einen Schlag getötet. Also besiegt. Ach so, ja, dann brauche ich das ja gar nicht mehr richtig rausschneiden. So, und dann jetzt hier. Don't pick on. Endlich versteht es einer. Okay, die Stimme habe ich irgendwie verkackt. Ich müsste irgendwie eine Stimme machen, die sich anhört nach der Stimme von einem Auge. So. Und jetzt müssen wir nach rechts. Jo, hier ist noch ein Trashcan. 100G. Jo, natürlich. Und wir haben 500 Gold, das heißt, wir können uns nachher auch den mysteriösen Schlüssel kaufen. Ach ja, hier kommen jetzt, glaube ich, noch welche. Ja. So, dann, ich cut das kurz raus, ansonsten wird die Folge wieder so lang. So, der Kampf ist zu Ende, dann gehen wir jetzt weiter. Kampf. Ja, den hatte ich gerade wieder raus, bis gleich. So, weiter geht's und wir sind hier jetzt. Okay. Wir kommen dem Ende des Spiels immer näher. Das ist vielleicht schon eines der letzten Folgen hier von dem Pacifist Mode. Danach kommt noch der Genocide und dann noch Upper Tail. Und das wär's dann auch. So, unter der Tür muss der Aufzug sein zu der Burg des Königs. Du bist gefüllt mit Determination. Dann speichern wir mal und ich trinke gerade einen Schluck. So, wir haben ganz viel Markenessen bei uns. Das ist gut.
Dann, hier Metaton. Oh ja, da bist du, Liebling. Es ist Zeit, dass wir unser Showdown haben. Es ist Zeit, dass du endlich mit dem mal funktionierenden Roboter aufhörst. Nicht. Kaputt. Neuprogrammierung. Jetzt bleib doch mal ernst. Das war alles nur eine große Show. Ein Schauspiel. Elvis hat dich die ganze Zeit für den Idioten gespielt. Sie hat dich auf ihr... Sie hat sich auf ihrem Bildschirm beobachtet und wurde gespannt zu deinem Abenteuer. Sie wollte die ganze Zeit ein Teil davon werden. Also hat sie sich selbst in die Story reinprogrammiert. Warte, ich öffne kurz die Tür. Ansonsten ist die Luft hier zu dünn für Metatron Schwindler regende Stimme. Sie hat die Puzzles reaktiviert. Sie hat die Aufzüge ausgemacht. Sie hat mir befohlen, dich zu quälen. Nur damit sie dich von Gefahren retten konnte, die nicht existierten. Aha. Du solltest denken, sie war eine großartige Person. Sie ist es nicht, und nun ist es Zeit für ihre schlimmste Stunde. In diesem Moment wartet Elvis außerhalb des Raumes. Während unseres Kampfes wird sie ihn unterbrechen. Sie wird so zu tun, als würde sie mich deaktivieren, um dich zu retten für ein finales Mal. Endlich wird sie die Helden deinem Abenteuer. Du wirst so glücklich über sie sein, dass sie selbst dazu fähig sein wird, dich dazu überzeugen, nicht zu gehen. Oder nicht? Siehst du, ich hatte genug von dieser Scharade. Ich will keine Menschen wehtun. Ich bin weit weg davon, ehrlich gesagt. Mein einziger Wunsch ist es zu entertainen. Nach allem verdient sich die Zuschauerschaft eine gute Show, oder? Und was ist eine gute Show ohne einen Plot-Twist? Oh Gott. Hey, was passiert da? Die Tür hat sich selbst abgeschlossen. Oh Gott, sorry Leute, das alte Programm ist gecancelt. Aber wir haben ein Finale, das euch wild machen wird. Ein Kampf und seine Stimme endlich sende. Echtes Drama, echte Action, echtes Blutvergießen unserer neuen Show. Attacke des Killer-Roboters. Das hört sich nach einem Schläferz an. Oh, das hat sowieso verfehlt. Ja, ich war der, der den Chor neu gebaut hat. Ich war der, der jeden dazu angehört hat, dich zu töten. Das, wie auch immer, war ein kurzsichtiger Plan. Weißt du, was tausendmal besser wäre? Wartet. So, schließe gerade die Tür und öffne das Fenster. So, meine Familie hält mich schon wieder für verrückt. So, passe Contrantes Grande. Jetzt. Weißt du, was tausendmal besser wäre? Dich selbst zu töten. Okay, hier die C-Taste. Besser dann. Dieser wertlose Schießer war nix. Verstehst nicht, dass es ein Schauspiel war. Okay. Brennen. Das ist was. Was? Das ist es, was du wahrscheinlich tun wirst, wenn du so weitermachst. Hör zu, Liebling. Ich hab dich kämpfen gesehen. Du bist schwach. Wenn du vorwärts gehst, wird Esko deine Seele nehmen. Und mit deiner Seele wird Esko die Menschheit vernichten. Tja, also Gott sei Dank sind seine Attacken dagegen schwach, dann sperren wir mal weiter. Aber wenn ich deine Seele bekomme, kann ich Eskos Plan stoppen. Ich kann die Menschheit von der Zerstörung retten. Ich liebe das Team. So. Dann werde ich deine Seele nehmen, um durch die Barriere zu gehen. Und werde der Star, von dem ich immer geträumt habe, er zu sein. Hunderte, Tausende, nein, Millionen von Menschen werden mich gucken. Oh. Wunderschön. Leider mache ich da nicht mit. Das war krass. So, Glitzer, Glamour, ich werde das endlich alles haben. Also, was wenn ein paar Leute sterben müssen? Das ist Showbusiness, Liebling. Ring, ring. Ich kann nicht sehen, was da passiert, aber gib dich auf, okay? Da ist
eine letzte Möglichkeit, um Metaton zu besiegen. Es ist Work in Progress. Also Vorteil ist nicht so hart, aber weißt du, Metaton guckt immer nach vorne. Das ist, weil auf seinem Rücken ein Schalter ist. Also wenn du ihn umschalten kannst, geht dann aus, drückt den Switch. Er wird verwundbar sein. Ich muss gehen. Okay. Okay, sieht nach einer guten Moment aus, um Metaton umzudrehen. Für den nächsten Moment werde ich gerade die Lautstärke vom Spiel etwas höher setzen, okay? Damit ihr das alles schön hören könnt. So, mich hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Versuchen wir es aber mal. Du sagst, Metaton, dass hinter ihm ein Spiegel ist. Oh, ein Spiegel. Richtig, ich muss perfekt sein für das große Finale. Ah, ich sehe nicht, wo ist er? Jetzt hört gut zu. Ja, warte, das Spiel hat gerade keinen Sound. Jetzt hört euch das gut an. Ich weiß nicht, inwiefern ihr mich gerade verstanden habt, aber das müsst ihr jetzt hören. Hast du den Schalter umgelegt? Und... Oh, yes. So, das müsst ihr unbedingt hören. So, das Spiel ist jetzt hier bei der normalen Lautstärke, bei 1. Oh my. Wenn du meinen Schalter umgelegt hast, kann das nur eine Sache bedeuten. Du willst unbedingt die Premiere von meinem neuen Körper sehen. Wie unhöflich. Ich muss gerade was trinken. So. Oh yes. Du hast Glück, dass du diese Show für so lange Zeit abspielen konntest. Also, als Dankeschön werde ich dir einen wunderschönen Preis geben. Ich werde deine letzten lebendigen Momente absolut schön machen. Okay, Metaton X macht seine Premiere. Ja, ihr seht schon, er macht extrem dramatische Posen, also würde ich mal sagen... Werden wir boosten. Ich wette, in dieser Runde kein einziges Mal getroffen zu werden. Du sagst, dass du nicht ein einziges Mal getroffen werden willst. Die Einschaltquoten steigern sich extrem stark während Metatons Runde. Licht, Kamera, Action! Oh, kommt. So, perfekt. Ja. Dann, wir müssen es auf 10.000 bringen und dann auch die Ende von seinem Dialog hervorrufen, haben wir gewonnen. Ups, ich hab's gespoilert, sorry. Dann nochmal hier angeben, du sagst, dass nicht ein einziges Mal getroffen wirst. Wenn wir hier übrigens getroffen werden, dann schalten 100 Leute ab. Drama, Romanze, Blut vergießen. Komm. Ah Gott! Das war einfach so dumm, da bin ich sogar noch selbst reingeflogen. Aber gut, das hat uns mehr Vorteile als Nachteile geschafft, also von daher. So. Ich bin das Idol, nach dem jeder giert. Schande. Geh ja weg von mir. Mit deinen Legendary Legs. Oh Gott. Nee. Na gut, es hat aber was gebracht. So. Lächel für die Kamera. Wie wär's mit Nein? Ah. Ich bin so schlecht, Leute. Sorry. So, komm. Nochmal angeben. Also, es bringt auf jeden Fall mehr, als wenn wir eine dramatische Pose machen, wo auch ein paar Leute einschalten. Es bringt eher was, wenn wir schon verwundet sind. Oh, es ist Zeit für ein Pop-Quiz. Ich hoffe, du hast ein Keyboard mitgebracht. Dies ist eine Essay-Question. Okay, was sie am meisten lieber mögen? Style, Glamour, Commer, Bloodshed. Nein! Oh, ich hab's falsch geschrieben. Ich hab das Ding nicht stark genug geschlagen, hier, damit es eingeben will. Wundervoll, du bekommst einen goldenen Stern. Und ja, hier haben wir jetzt praktisch einen Gratis-Boost bekommen. So, komm, dann nochmal. Du sagst, dass du nicht einmal getroffen... Ach, das hatten wir schon. So. Dein Essay hat dir denn wirklich dein Herz gezeigt. Warum zeige ich nicht meins? Oh Gott, nee, da werden wir auf jeden Fall getroffen werden. Ja. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch einmal getroffen werden, ja, dann bekommen wir auf jeden Fall Violets-Punkte. Aber das ist schon um. Oh Gott, ich sterbe diese Runde hier noch. Sorry, aber Metaton ist hier meiner Meinung nach noch härter als Escor und Flowey und was weiß ich nicht noch wer zusammen. Die einzigen, die noch schlimmer sind, sind The Undying und Sand selber. Ach, ich habe euch gespoilert, sorry. Oh, und wir haben Markenessen gegessen und dafür haben wir noch 300 plus die Einschaltcode bekommen. Du hast in Starfight gegessen. Die Audience liebt
die Marke. Dein AP wurde ausgemaxt. Oh, ich wärme mich nur auf. Ich weiß nicht, so geil fand ich meine letzten Momente noch gar nicht. So. Dann boosten wir nochmal. Aber wie bist du auf dem Tanzfloor? Oh ja, das kann ich, glaube ich. Also beim letzten Mal konnte ich das auf jeden Fall. So. Jetzt. Und ja, perfekt. Dann können wir ja nochmal boosten. Sagst, dass du nicht einmal getroffen wirst, ja. Kannst du auch mit mir Schritt halten? Ding, 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 ding. Ich lieb hier die, ich lieb dieses Pattern einfach. Da sagst du, dass du nicht einmal getroffen wirst. Hier, das Fenster. So. Hier so. Es hat hier reingeweht und da hat sich gerade hier die Gardine über meinem Bildschirm gelegt. Sorry. Licht, Kamera, Bomben! Mann, das ist ja Bombe. So. Boah, das Fenster regt mich auf. Ich muss hier irgendwas machen. So. Hier. Jetzt geht's hoffentlich besser. So. Die Dinger explodieren regelrecht. Oh yeah. Oh yes. Da freut sich die Audienz. Sagt, dass du nicht einmal getroffen wirst. So. Zeit für unsere. Zeit für unsere Werbepause. Dann trinke ich gerade in der Zeit noch was. Oh Gott, das ist praktisch gratis das Rating. Die Beschreibung einfach nur Meta. Okay, das ist jetzt die Zeit, wo wir es nicht vermeiden können, getroffen zu werden. Deshalb machen wir lieber eine dramatische Pose. Wenn wir eine Heal-Fan machen, dann drehen wir uns praktisch um und schreien das Publikum an dafür, dass die sich sowas überhaupt angucken, wie der uns verprügelt und tötet und alles drum und dran, und dann gehen die Ratings runter. Du hast eine dramatische Pose gemacht. Die Audienz nickt. Wir sind so weit entfernt, Liebling. Wie was mit einem weiteren Herz zu Herz? Ah, aber wir haben Violence-Punkte bekommen, das ist gut. Das hier ist übrigens das erste Mal im gesamten Spiel, dass wir gegen ein anderes Herz in einer anderen Balletell kämpfen. Auch wenn der es hier in seiner Balletell wahrscheinlich einfach hat, und der hat keinen Arm mehr. So, ja. Yeah. Dann, wir posieren uns wieder. Du postest dich dramatisch. Die Audienz noch, also nicht. Ach ja, übrigens, wenn wir unter 10 Leben sind, glaube ich, bekommen wir noch mehr Zuschauer dafür. Weil wir eine dramatische Pose machen, obwohl wir verletzt sind. Auch witzig. Arme. Wer braucht Arme mit Beinen wie diesen? Ich werde immer noch gewinnen. Schande. Bitte. Ja, perfekt. Oh Gott. So, Metatron wieder, dann machen wir noch eine dramatische Pose. Du posierst dich dramatisch, der Audienz sonst. Komm schon. Bitte, lass es. Okay, ich hatte es noch nie so einfach in diesem Pattern. Das ist krass. Das Pattern war immer mein Tod. Aber wenn es jetzt so funktioniert, habe ich ja nichts dagegen. Die Show muss weitergehen. Das ist ein recht einfacher Ballerteil. Und wenn das jetzt nochmal kommt, dann können wir ja boosten. Drama. Action. Okay. Ich hab's verkackt, Leute. Sorry. Ich bin so ein schlechter Typ. Lichtkamera. Genug. Willst du wirklich, dass die Menschheit kaputt geht? Oder denkst du einfach nur so sehr an dich selbst? Oder glaubst du einfach nur so sehr an dich selbst? Ich denk mal, Mischung aus beidem. So. Spätestens bei Trump. So. Wie inspirierend. Oh, Darling. Entweder bist du und ich, aber ich denke, wir beide wissen, wer gewinnt. Jetzt sieh die Kraft des nächsten Stars der Menschheit. Oh, yeah. Action. Drama. Bloodshed. Oh. Wer braucht Arme mit Beinen wie diesen? Ich glaube aber, in dieser Runde jetzt gehen wir down. Weil die Balletell hier kann ich überhaupt nicht. Oh, ja, okay, wir haben es doch noch überlebt. So, und jetzt essen wir reinweise die Starfates. Weil, jetzt haben wir ihn eigentlich schon besiegt. Fast. Aber das ist auch immer interessant, gegen einen anderen Gegner in einer anderen Balletell zu kämpfen. Schade nur, dass das hier nur einmal passiert ist. Aber das ist, glaube ich, sogar was von Tohu inspiriert. So, jetzt essen wir
Ja, komm, wir lassen uns kämpfen, dann bekommen wir Violence-Punkte noch. So, komm, kill uns. So, und dann noch ein Starfade. So. Ach ja, stimmt, wir wollen uns ja treffen lassen. Um hier die Violence-Punkte zu bekommen. Auch wenn es eigentlich kaum was ist, schade. So, komm, und jetzt noch einmal, dann haben wir gewonnen. Oh, guck auf diese Einschaltquote. Das sind die meisten Zuschauer, die ich jemals hatte. Wir haben das Zuschauermeilenstein erhalten. Ein glücklicher Zuschauer wird die Chance haben, mit mir zu reden, bevor ich den Untergrund für immer verlasse. Lass uns mal sehen, wer zuerst anruft. Hi, du bist jetzt im Fernsehen. Was willst du dir zu sagen zu unserer letzten Show? Oh, das Lied, das war traurig. Oh, hi, Metaton. Ich habe es wirklich genossen, deine Show zu sehen. Mein Leben ist sehr langweilig, aber dich auf dem Bildschirm gesehen hat extrem viel Spannung in mein Leben gebracht. Oh, ich kann es nicht sagen, aber ich denke, das ist deine letzte Episode, oder? Ich werde dich vermissen, Metaton. Oh, ich wollte nicht so lange reden. Ihr wisst genau, in welchem Redepattern das passt. Ich vermute mal, ich weiß nicht. Ich vermute mal, dass das hier der Blueki ist. Und wir werden später noch eine Geschichte zwischen Blueki und Metaton herausfinden. Werden wir in der nächsten Episode mal durchnehmen. Jetzt sollten wir auch genug Geld dafür haben. Oh. Nein, warte. Okay. Jetzt hatte ich sogar noch gesagt, das war der Napster Blueki. Also sein Spitzname von Metaton ist Blueki. Er hat bereits aufgehangen. Ich werde einen anderen Anrufer nehmen. Metaton, deine Show hat uns so glücklich gemacht. Metaton, ich wüsste nicht, welche Uhr ich gucken sollte. Metaton, da ist ein Metaton geformtes Loch in meinem Metaton geformten Herz. Ach du Schande. Ah, ich verstehe. Jeder, danke euch so viel. Liebling, vielleicht wäre es besser, wenn ich hier noch etwas bleibe. Menschen haben bereits Stars und Idole, aber Monster, sie haben nur mich. Wenn ich gehe, wird der Untergrund seinen Glanz verlieren. Ich würde einen schmerzenden Hohlenpunkt hinterlassen, das niemals gefüllt werden kann. Also, ich denke, ich werde mein großes Debüt noch etwas verschieben. Nebenbei, du hast bereits bewiesen, sehr stark zu sein. Vielleicht sogar stark genug, um an Asgore vorbeizukommen. Ich bin mir sicher, du wirst die Menschheit beschützen. Aha. Es ist alles so besser so nebenbei. Die Wahrheit ist, dass diese Form von mir Unmengen an Energie verbraucht. Ineffizient. In ein paar Momenten wird meine Batterie aus sein und nun, mir geht's gut gehen. Schalt sie aus, Liebling. Und an alle danke euch. Ihr wart eine großartige Zuschauerschaft. Das hier ist ein Klischee. Star und ein Roboter. Irgendeine kranke Mischung dazwischen. Oh Gott! Hey, ich hab's geschafft, die Tür zu öffnen. Seid ihr beide? Oh mein Gott! Metaton! Metaton! Bist du... Oh, Elfes. Du warst böse! So, dann, ich muss gerade was trinken. Ich weiß nicht, welche Stimme schlimmer ist zu dubben. Elfes oder Metaton? Es sind beide scheiße. Gott sei Dank, es sind nur die Batterien. Übrigens, jetzt hier so ein Fun-Fact, werden wir... Oh, wartet, ich muss es hier kurz mal gerade cutten. Dann, es geht weiter. Wir fahren hinterher noch in ein paar Einträgen, dass Metaton und Elfes eigentlich extremst gute Freunde sind. Und hätten wir den Metaton jetzt hier in einer Neutral-Route getötet, hätte Elfes Selbstmord gemacht. Also, das wird zumindest so von den Fans vermutet. Von den Anrufen, den wir hinterher bekommen, das Ergebnis zu sehen, von dem, was wir machen. Nachdem, wen wir töten und alles, verändert sich das Ergebnis. Wenn wir alle töten, gibt es halt einen Genocide-Route. Wenn wir nur, wenn wir niemanden töten hier und uns mit allem befreunden, das True Pacifist Roots und Ende. Und wenn wir irgendjemanden töten oder sowas und uns nicht mit allem befreunden, dann bekommen wir nur ein Neutral Ending. Und in dem Neutral Ending, wo wir Metaton töten und keine Ahnung was, glaube ich, macht die Elfe selbst, und wenn ich das richtig verstanden habe. Metaton,
wenn du gegangen würdest, wenn du tot wärst. Ich hätte, ja, da sehen wir es auch. Ich meine, hey, kein Problem, weißt du? Er ist nur ein Roboter. Wenn ich es versaut hätte, hätte ich jederzeit einen anderen bauen können. Warum gehst du nicht nach vorne? Ja, wir gehen nach vorne. Oh, wir müssen noch weitergehen, ansonsten hätten wir keinen Speicherpunkt. Er hat keine Batterien mehr. Was sagst du noch? Ich brauche nur einen Augenblick. Okay. Dann lassen wir dir mal den Augenblick, würde ich mal sagen. So wie das hier aussieht, ach du Schande. Ach nee, das ist das ganz normale. Oh. Sorry, da rieb er. Lass uns weitergehen. Es war gerade nur der Kontrast im einen Raum, wo wir gerade waren. Du darfst hier gerne etwas näher kommen, auch wenn du böse warst. Komm, noch einmal, wer hier der Dab so schön ist. So. Das ist so, du wirst also zu Eska gehen. Du musst sehr aufgeregt sein darüber. Jo, ein Büsel. Weiß, ich habe das Spiel schon mal gemacht. Du wirst endlich nach Hause kommen. Jo. Dann klick. Warte. Okay. Ich meine, ich wollte einfach nur tschüss sagen und ich kann's nicht mehr aushalten. Ich hab dich angelogen. Eine menschliche Seele ist nicht genug, um die Barriere zu durchschalten. Es braucht mindestens eine menschliche Seele und eine Monster-Seele. Oh. Wenn du nach Hause gehen willst, musst du seine Seele nehmen. Du musst Eskor töten. Okay. Oh, die tut mir voll leid, das Gesicht. Es tut mir leid. Geh. So. Dann. Oh. Die nächste Episode wird eines der paar letzten Pacifist-Modus sein. Ach du Schande, wie lange wir hoch müssen, um zur Hauptstadt zu kommen. Übertreib Game. Fing. Also Leute. Nächste Folge ist dann wohl... Ich denke... Jo, wenn wir uns das so angucken, ist das hier jetzt das Viertelfinale vom Spiel. Also Leute, bis dann. Ciao.